Und war, hä? Solus hat versucht, mir zu erklären, was ihr seid, aber ehrlich gesagt habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. Könntet ihr es mir vielleicht erklären? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht. Ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert, aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Okay, wir haben jetzt eine Entscheidung. Wir können etwas sagen. Er geht. Oder er bleibt. Das heißt, ich kann ihn dann wahrscheinlich auch auswählen, ne? Was ich eh nicht tun werde, weil ich ja meine Leute habe. Die haben sogar einen Drachen besiegt. Hallo? Warum sollte ich die denn... ne? Aber trotzdem... Er bleibt. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja, ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut so weh, so weh. O Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Gut, dass er ihn nicht einfach so umbringt, sondern dass wir das entscheiden können. Trotzdem, ja, dann mach das. In Ordnung. Helft ihm. Es ist schon gut. Ich möchte hier bleiben. Gut, wir haben jetzt die Quest auch fertig. Dann gibt es hier noch Fragezeichen, die nicht mehr da sind. Gut, dann hat sich das mit den Fragezeichen, oder? Auch erledigt. Ja, jetzt möchte ich gerne einen Weg finden zum Kartentisch. Oder wird er mir hier angezeigt vielleicht? Nee, ich muss da wahrscheinlich rein. So viele Standarten. Die für den Drachen nur streiten. Der soll nur kommen. Irgendjemand hat einen ganzen Sack Rüben ins Feuer gekippt. Beim Abbauer, jetzt riecht es überall danach. Ja, yeah, Arbeitsbericht. Tod auf der Mauer. Einer unserer fertigen Garren ist vom Gerüst gestürzt und auf Steinpflaster gefallen. Er hat noch eine Stunde lang geatmet, aber seine Augen waren gebrochen. Nun ist er tot und die Schwestern der Kirche haben ihn eingewickelt. Was sollen wir tun? Vorarbeiter Sri bringt seine Leiche zu den anderen, die wir seit Haven verloren haben. Ich werde sein Opfer für die Inquisition vermerken, bringt seine Arbeitskameraden zu einer anderen Stätte und gibt ihnen Freizeit etwas Geld, wenn sie es möchten. Sorgt dafür, dass jeder Arbeitsplatz sicher ist. Wir sind im Krieg. Nicht bei einem Rennen. Eile ist nutzlos, wenn wir selbst darunter leiden. Wir alle sind die Inquisition. Lady Montelier. Sie waren eigentlich für das Abendessen gedacht, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer sie genommen hat. Ah, guck mal. Weg gefunden. Hier sieht es doch sehr vertraulich aus. Da ist der Kartentisch wahrscheinlich, ne? Supi.
total kompliziert, dahin zu finden. Wir haben einen Inquisitionsboni. Warmut, das Training einer rauen Umgebung kann. In einer rauen Umgebung. Oh ja, der ist absolviert, ist ein Verteidigungswert aller Gruppenmitglieder werden um 10% erhöht. Das ist gut für den nächsten Drachenkampf. Der Reiter lernt Gewicht zu. Ja, soweit sind wir da noch nicht, dass wir reiten. Beziehungsweise wir können, glaube ich, irgendwo uns Pferde oder sowas besorgen, aber bringt nichts, wenn wir noch gar nichts da haben. Du erhältst eine Auswahl von Pflanzen der Stufe 1. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch mal rein skille. Geheimnisse, das Truppen. Das wollte ich euch noch erzählen, Kommandant. Die Soldaten, die der Herold im Pfahlbruch gerettet hat, sind vor einer Stunde eingetroffen. Dem Erbauer sei Dank. Wir können gute Neuigkeiten brauchen. Gewährst du das eigentlich EP-Bonus von 50%? Das ist aber auch gut. Vielleicht jedem kommt mit Leon weiteres. Ah, so können wir die. So können wir das letzte Trankfeld freischalten. Oder bekommen wir da noch eins dazu? Und das letzte schaltet sich dann mit dem Level ab irgendwie frei. Ich bin ja eher mehr da, das sind irgendwie nochmal Erfahrungen irgendwo reinzuballern. Geht jetzt hier momentan nicht. Wobei natürlich auch diese 10% Verteidigungswert der Gruppenmitglieder total geil ist. Bin ich mehr dafür, dass wir hier einen Punkt reinsetzen. So, folgendes. So krass wie hier. Oh, krass. Oh, wir haben hier sogar irgendwas bekommen. Ah, Aufbereitung des Magieraufstandes. Kommandant, viele Magier sind gekommen. Ich hoffe, sie sind uns freundlich gesonnen, sonst haben wir ein Problem. Hauptmann Raylan. Verbessert das Amulett der Magie. Und hier haben wir noch Ressourcen der Hinterlande. Unsere Ressourcenlieferung aus den Hinterlanden ist eingetroffen. Exonix. Achso, Ressourcenlieferung der Hinterlande ist. Achso, das ist. Auch jetzt nicht unpraktisch. Frostgipfelsenke. Ressourcen des Pfahlbruchs. Im Pfahlbruch findet man sowohl Blutlotus als auch Dämmerlotus. Darüber hinaus ist das Gebiet für Sommerstein und blaues Vitrol bekannt. Nun, da die Inquisition in der Gegend ein Lager errichtet hat, können sie die Männer dort anweisen, nach diesen Ressourcen zu suchen und alles, was sie finden, zur Himmelsfeste zu schicken. Machen wir einmal. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich Sinn macht, jedes Mal mindestens einmal so ein Goldding zu machen. Ich glaube, das werde ich jetzt diesmal erstmal nicht machen. Wir haben hier aber noch Schatten über Denerim. Oh, Denerim ist uns so bekannt. Werter Lord Inquisitor, ich möchte mich zunächst bei euch entschuldigen. Als ich auf das Schloss Redcliffe eintrat, hatte sich die Dinge dahingehend entwickelt, dass ich die aufständischen Magier und alle, die mit ihnen zu tun hatten, nur noch außer Lande wissen wollte. Nun, da etwas Zeit ins Land gegangen ist und die Bresche geschlossen wurde, erkenne ich, wofür ihr steht und weiß um die wahre Gefahr,
der ihr euch stellen müsst. Die Rede ist natürlich von diesem Winterkult, von dem ich Grund habe zu glauben, dass er den königlichen Palast in Denerim unterwandert hat. Im Wissen, dass die Inquisition weit mehr über diesen Kult weiß, erbitte ich eure Hilfe bei der Ergreifung dieser Spione, ehe sie ihrer derselben tun wie in Redcliffe. Ganz Ferelden wäre für eure Hilfe sehr dankbar, König Anura Tyrion. Oder Tyrion? Tyrion! Ja, Tyrion, glaube ich. Mission ist. Also, hä? Auf dieser Mission nicht beteiligt. Hallo, 4 Stunden, cool. Inquisitor, 4 Stunden, Ist ein bisschen lang, ne? So, was haben wir hier noch? Ein Denkmal für Haven. Botschafterin Montier. So spricht man das, glaube ich, aus. Obschon wir nicht immer einer Meinung waren, bin ich sicher, dass wir uns in dieser Angelegenheit absolut einig sein werden. Ich möchte an der Stelle, an der einst Haven stand, ein Denkmal für alle die Männer und Frauen errichten, die beim Kampf für den Glauben ihr Leben ließen. Wollen wir zusammenarbeiten, um die gefallenen Helden zu ehren? Madame Botschafterin, Marquis Durillon, wollen wir? Wir stehen euch zu Dienst. Gut, alle Leute sind unterwegs. Supi. So. Ja. Hier ist aber momentan gerade nicht sehr Sturmküste. Gehen wir mal zurück. Allies, allies, allies. Böse Augen und böse Herzen. 30. Krass. Und die West. Ach so, das ist beides storymäßig, ne? Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin, oder? Da steht aber gar nicht. Doch, am 5, 12 bis 15. Ja, wir sind gerade 11. Und hier ist gar nichts empfohlen. Also machen wir erstmal das, dann können wir vielleicht noch ein Level Up machen. Erstmal vorlesen. Die Westgrate untersuchen. Kommandant Cullen. Unsere Speer haben den Bericht des Inquisitors bestätigt. Ein großes Kontingent grauer Wächter ist in die Westgrate marschiert. Wir müssen da draußen sofort einen Brückenkopf errichten. Hauptmann Rylan. Was ich übrigens überlegt habe, ist ja, wir gehen in dieses Gebiet jetzt rein und wenn wir da natürlich auch wieder einen Drachen sehen und so weiter und so fort, dann werde ich auch erstmal versuchen, den mal anzugreifen. Klar. Aber bin so happy mit dem Drachen, ja, dass wir den besiegt haben. Das ist so geil. Ja, das ist nochmal derselbe Text. Wir haben das Gebiet freigeschaltet. Bericht annehmen. Gruppe sammeln. Weiterziehen. Wer soll mit? Darian soll mit. Eric soll mit. Genau, Cole ist jetzt hier. Nein! Oh nein! Wehe! Nein! Hä? Wo ist die denn? Cassandra, da haben wir sie doch. Wir laden ein neues Gebiet. Man soll während den Abenteuern nach irgendwas suchen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Vitor, willkommen in den Westen.